Weiter geht's über Blankenberge, der Hahn, Richtung Ostende und dann im Endeffekt dann das Ziel wird irgendwann Calais sein. Hier ist der Eingang von Ostende schon zu sehen. Ist am Anfang so eine Fabrik, die sich da auftut. Ja, es ist okay. Also von den Texturen her und sowas. Man muss ja auch einfach der Geschichte hier auch so ein bisschen Rechnung tragen, dass man sagt, das muss ja auch irgendwie performen, das Spiel. Das hat also Low Polygon und viel Texturen halt. Das muss man einfach bei solchen Spielen dann auch klar sehen, damit das noch vernünftig läuft. Und ich sag mal, die Karte hier, die Kanalkarte ist ja nun nicht gerade klein, ne? Also ich sag mal, ich kann hier schon 4 Stunden am Stück fliegen. Ja, von daher, dass dann halt auch so ein bisschen versucht wird zu sparen, um die Performance des Spiels zu gewährleisten, das ist klar. Das sieht man hier bei diesen, jetzt hier in Ostende da, bei diesen Herrenhäusern, bei diesen belgischen, da oben die Giebelchen zum Beispiel, das sind auch alles Texturen, ne? Das ist jetzt nicht großartig, dass das richtige Models wären und so, ne? Nee, das sind Texturen da oben drauf, das spart natürlich Performance ohne Ende, aber für mich geht das auch klar. Also ich meine, dafür läuft das Spiel halt super. Und wie gesagt, hier die Kanalkarte, die ist halt auch echt ohne Ende groß. Man kann da richtig lange Flüge absolvieren. Und dann ist mir das schon lieber, wenn man es dann so macht, hier mit so einer Low-Polygon-Architektur. Und dafür läuft das Spiel das dann halt sauber und ordentlich und rund, ne? Also hier wieder eine Fabrik am Ortsausgang. Und das finde ich auch irgendwie ganz cool gemacht. So, man hat halt immer ein Feldflughafen davor und Feldflughafen dahinter und auch zwischendurch wieder Flughäfen, wo man halt auch landen kann und so. Und wo halt auch eben die einzelnen Duellspots und sowas sind, wo man halt Missionen dann halt eben hier auch einstarten kann. Das ist schon ganz cool gemacht, also kann man nicht anders sagen. Dann weiter in Richtung Newport, also Richtung Calais. Und da kommt dann so eine, ja, so eine Frontlinie, wo halt auch ständiger Beschuss drauf liegt, und das ist so das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe in Rise of Light, was mir wirklich überhaupt nicht gefällt. Das sind diese Schützengräben hier, denke ich mal, sollen es darstellen. Das ist schon so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Alles sehr geradlinig, sieht mir aus wie eine Eisenbahnlinie oder wie die Naht am Frankensteins Kopf so. Alles sehr gerade und akkurat, wie getackert, und da ist auch nichts mit tief gezogen. Aber wie gesagt, das ist auch das Einzige, was ich bis jetzt gefunden habe. Ansonsten Daumen hoch, sagt auch Herr Voss. Und es macht weiterhin Spaß, die Kanalkarte zu erforschen.